Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hydroneer. Die Maschine ist hier immer noch am Laufen, die produziert jetzt hier schon die ganze Zeit fleißig. Und ich werde mal in der Zeit die Gelegenheit nutzen, um mich so ein bisschen umschauen. Ich habe zwar ein Auto, aber ich laufe jetzt einmal zu Fuß, weil ich will mir einmal alles in Ruhe zu Fuß anschauen. So, und hier hinten geht es nämlich ins Schneegebiet. Sieht zumindest so aus. Okay, hier ist ein neues Dorf. Okay, hier kann man Sachen verkaufen. Hier ist aber nichts zum Kaufen, ne? Dann gehen wir mal hier weiter. Schauen wir uns mal hier weiter um, Leute. Die Karte scheint auf jeden Fall ziemlich groß zu sein. Die kam mir auf den ersten Blick viel kleiner vor. Und jetzt ist sie dann doch viel, viel größer. Und ich merke jetzt auch, was mit weite Laufwege gemeint ist. Oh, was haben wir denn hier? Stock Market. Hier ist auch noch irgendwie einer zum Verkaufen oder so. Oh, da oben scheint jetzt auch nochmal ein Dorf oder so zu sein. Da gehe ich jetzt mal eben schnell hin. Kurz mal gucken. Oder eine Burg. Keine Ahnung, was es hier mit auf sich hat. Okay, lässt sich nicht öffnen. Okay, hier ist ein neuer Claim, ne? Der kostet nur 970, den zu kaufen. Junge, die Karte ist ja riesig. Oh, was ist das denn? Hier ist Erebor. Das ist eine riesige Maschine oder so. Hier ist ein Aufzug. Boah, was? Was ist das denn hier? Junge, holy. Okay, ich kann hier nichts machen. Hier kann man aber anscheinend irgendwas Krankes anfertigen. Da wurde bestimmt Excalibur geschmiedet. Keine Ahnung, ey. Das ist auf jeden Fall sehr heftig. Tools and Equipment. Tier 2 Sachen sind hier. Alter, sind die teuer. Da kostet ein Rohr schon 300. Also es gibt hier dann Tier 2 Stuff. Keine Ahnung, vielleicht gibt es sogar Tier 3. Ey, das ist ja ultra insane, wenn die dann ja noch mehr reinbringen ins Spiel. Vor allen Dingen, die könnten ja auch machen, dass es hier wie jetzt gerade immer tiefer geht und da dann noch heftigerer Stuff kommt oder so. Ja, hier ist ein Claim. 7200 kostet der. Okay, man kann da runterfallen. Ich weiß nicht, ob man stirbt, wenn man in die Lava geht. Ich will es nicht ausprobieren. Guck, hier ist eine kaputte Brücke und alles. Also, krass, was es hier alles gibt. Und ich habe ja noch immer nicht die ganze Karte mir angeschaut, ne? Okay, hier oben ist auch noch was. Steinwand. Steinboden. Oh, hier kann man Dächer bauen und alles. Oh, was sind das denn alles für Sachen? Oh, hier kann man richtig dicke Häuser bauen. Hier ist ein neuer Claim, glaube ich, oder? For sale. 7000. Oh, da kommen Funken raus, Leute. Was ist das? Muss ich das irgendwie reparieren? Den gehen wir jetzt verkaufen, Leute. Jetzt kommt erstmal der Big Sale. Nur so wenig? Ist das so richtig, wie ich es mache? Also ich will auf jeden Fall noch eine richtig geile vollautomatische Maschine mir bauen. Aber was macht denn eigentlich mehr Sinn? Macht es eigentlich Sinn, dass ich dann den Eisenbarren in 3 teile und daraus dann ein Schwert anfertige? Oder macht es eher Sinn, aus einem einzigen Barren einen Dolch anzufertigen? Was bringt denn am Ende mehr? So, jetzt machen wir einen dicken Ring hier. Da wollen wir mal schauen, Chat. 314 nur. Also sehr viel mehr habe ich jetzt auch nicht rausbekommen, ne? Durch das Schmieden und alles. Da, die Stadt. Oh, hier ist ja noch ein Riesendings. Hier gibt es auch noch mal Housing-Sachen, okay. Hier sind Tier 2 Teile. Rechen. Also hier bin ich jetzt gerade gut am Freilegen. Meine Idee war jetzt, hier runter zu buddeln. Ich weiß ja nicht, wie tief das geht. Und dann würde ich da nämlich unten anfangen, hier mir so eine Produktion aufzubauen, eine größere. Guter Plan, ja, denke ich nämlich auch, ne? Das würde aber lange dauern, bis ich das aufgebaut habe, alles. Weil guckt euch das mal an, wie aufwendig das ist. Was macht denn die Tier 2 Spitzhacke? Baut die mit einem Hieb mehr ab auf einmal oder wie? Die hat auf jeden Fall mehr Reichweite als in Minecraft. Gibt auch Bomben, damit kann man auch graben. Der ist schon wieder kaputt? Wie schnell geht der denn bitte immer kaputt? Aber so eine Riesenfläche auszuheben, das dauert ja Ewigkeiten in dem Game, ne? Es gibt im anderen Dorf einen Rechen, damit bist du um einiges schneller. Buddelt der denn auch tiefer oder macht der nur gerade? Der macht dir einen Block weg. Einen ganzen Block? Ja, dann holen wir jetzt gleich die Hacke. So, das heißt, ich muss mein Geld mitnehmen. So. Ah, lol. Okay. Kann ich mit dem auch quasi sowas wie Erdblöcke hinsetzen? Ah, guck mal, der macht da so einen Pfeil nach oben auch. Lol. Guck mal, jetzt ist das auch schön gerade. Genauso wollte ich das haben.
Kann man sich hier auch irgendwie Lampen oder so aufbauen, richtig krasse? Weil das ist ja auch immer saunervig. Sobald das hier irgendwie anfängt zu dämmern, erkennst du ja fast gar nichts mehr in dem Game. Aber das ist geil. Mit der Hacke kann man echt gut bauen. Genau sowas habe ich gesucht. So, wenn ich solche fliegenden Erdklumpen hier habe, die muss ich dann mit der Spitzhacke einmal abbauen am besten, oder wie? Für was machst du das Loch, G? Hier kommt meine riesen Produktion rein. Ich will eine riesige Produktion bauen in dem Game. Kann man auch Treppen bauen in dem Spiel? Oh, hier ist was verbuddelt. Platziere es mit anderen Relikten in der Höhle. Die Bedienung von dieser Hacke, die müssen sie noch vielleicht einen Ticken geiler machen, ne? Die ist so voll, wenn ich die hochhebe, dann habe ich einfach die FPS des Todes. Also die muss ja richtig Geld geben. 3000? Ich habe 3000 gemacht mit der Schüssel. Leute, das geht ja jetzt richtig ab hier. Die hat einfach 3000 gebracht. What the hell? Okay, alles klar, Leute. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr aufdrehen. Let's go. Wir nehmen das Geld. Wartet mal. So. Hier sind erstmal ordentlich Kristalle. Die kippen wir jetzt hier auf den Wagen. Zack. Die tun wir jetzt hier noch mal hin. Zack. Da kaufen wir jetzt erstmal ein bisschen was von. Geld kommt hier rein. Zack. Dann kaufen wir jetzt. Wo war er? Wo war das Ding, was ich haben wollte? Es gibt etwas, das will ich unbedingt haben. Das habe ich letztes Mal hier irgendwo gesehen. Wo war das? Nee, da ist das nicht. Ich glaube, hier war das irgendwo. Ja. Zack. Minenarbeiterhelm. Ha, geil. Wir haben Minenarbeiterhelm, Leute. G-Time der Minenarbeiter. Nice. Das nehmen wir mit. Jetzt wird repariert, damit die Maschine weiter produziert. So, und jetzt geht der Ausbau weiter, Freunde. Oh, wo habe ich denn letzte Mal meine Hacke liegen lassen? Jetzt geht's hier weiter. So, und jetzt bauen wir nämlich hier unseren Claim weiter aus. Der Plan ist ja, dass ich hier eine richtig krasse, dicke Produktion hinbauen will, die gut abgeht. So, und um die zu bauen, müssen wir erstmal hier ordentlich Platz schaffen. Ah, schön hier alles weiter entfernen. Ich bin hier auf einem guten Weg, Leute. Hilfe! Ich habe mich, glaube ich, in ein Loch eingebuddelt, wo ich jetzt nicht mehr rauskomme. Oh Gott, Leute. Warum kann der denn nicht klettern? Ah, geschafft. Ich bin am Überlegen, ob wir das Ding noch vergrößern sollen. Ich meine, das geht ja hier relativ easy so, ne? Ja, wir vergrößern das, Leute. Mein Plan ist ja, eine geile Produktion zu bauen. Für eine geile Produktion, da brauchen wir auch genug Platz. Die Frage ist, wie viel es hier noch tiefer geht, ne? Oh ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, Leute. Aber ich sage es euch, wenn die Maschine erstmal gleich steht, ja, oder später steht, die ich vorhabe hier zu bauen, das wird so ausrasten. Holy shit, wird das eskalieren. Ich baue mir jetzt hier wie so eine Treppe. So, wenn ich jetzt da runterfalle, ist das halb so wild. Leute, was ist das denn? Schwertrelikt. Ich finde hier übelst die Relikte, Leute. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier ein, Minenarbeiter bin oder eher so ein Archäologe. Ey, guckt's euch mal an, Leute. Das ist ja der Wahnsinn, was ich hier umgebuddelt habe. So, Leute, jetzt haben wir gleich das Loch richtig gut ausgebuddelt hier. Jump. Oh, shit. Der war zu weit. Ach je. Oh Gott, ich deaktiviere die Maschine schnell. Hilfe. Einfach schnell die Maschine weggenommen. So. Wie war das nochmal mit dem Deaktivieren? Ah, so. Genau, ich muss diesen Hebel drücken, ja. Das scheint auf jeden Fall wieder eine 0-FPS-Pfanne zu sein. Oh ja, das ist auf jeden Fall wieder eine schlechte FPS-Pfanne. Aber es geht eigentlich. Egal, wir geben die erstmal wieder so ab, Leute. So, das sind jetzt fast 4000. Okay, das haben wir jetzt da hingesetzt. Zack. Jetzt muss die Schüssel da erstmal wieder hingestellt werden, ordentlich. Ah, kickt da wieder alles rein. Sehr schön. Schön die ganzen Kristalle da rein. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn die das so gemacht hätten, dass man eine Taste drücken kann. So, dass der dann nach oben baut. Okay, Leute. Dann haben wir das jetzt auch schon mal hier ready. Jetzt würde ich ganz gerne als nächstes erstmal... Ich bin am Überlegen. Ja, komm. Ich baue das hier nochmal etwas tiefer. So, okay. Das passt. Zack. 5000 haben wir jetzt. Förderband.
Ah, lol, es gibt sogar Förderbänder. Schmiede eiserner Bohrer im Meisterwerkdesign. Eine meisterhafte Konstruktion. Lege sie auf den Amboss des Eisenhelmsockels, schmelze die Ressourcen und ziehe den Hebel. Muss ich das etwa jetzt kaufen? Das muss ich holen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich hier auf den Amboss legen, ne? Ah, warte mal, da! Ja, das Ding da drauflegen. Das habe ich gemacht, ne? So, dann müssen Barren eingeschmolzen werden. Ah! Okay, das hier heißt 300 Eisenbarren quasi. Ich denke mal, jetzt macht es auch Sinn, dass ich mir dieses Sortiergerät hole, ne? Was die Rohstoffe sortiert. Okay, in der Zeit, wo der produziert, holen wir nochmal das restliche Geld. Das lasse ich da nicht liegen. Der hat hier nicht diese Sortiermaschine, ne? Nee. Ich glaube, das kommt so, ne? Und dann muss man das reinschütten, ne? Da muss noch Wasser dran? Lol, ist auch wasserbetrieben, krass. Ob das funktioniert? Ich hole mir mal lieber noch einen Betonblock, den ich da hinbaue. Geht natürlich nicht, ne? Okay, warte, wir machen es anders. Muss hier auch was stehen oder kommt hier nichts raus? Kommt aus beiden was raus, okay. Das heißt, dann hole ich noch einen Betonblock. Sicher ist sicher. Ich hasse die Physik in diesem Spiel. Das ist zu wenig, ne? 300 muss der hier haben, gehe ich mal von aus, oder? Ja, der tut die manchmal da rein, manchmal tut er sie nicht rein. Ganz weird. Ich glaube, das wird mit Fließbändern alles viel, viel angenehmer. So, weil ich so Spaß dran habe, lasse ich den jetzt nochmal alles hier durch die Gegend schmeißen. Haha! Oh ja. Der reicht. Okay, Leute, let's go! Das große Finale. Wir werden unsere erste Maschine jetzt anfertigen. Der ist nur 300 wert. Das Gewicht muss 300 sein. Der hat gerade mal 30. Das heißt, ich muss noch viel, viel mehr einschmelzen. Das ist zu wenig. Okay, Leute. Große Finale ist abgebrochen. Der Barren wiegt nur ein Zehntel von dem, was er wiegen muss. Wir müssen so viel Eisen farmen. Eieieiei. Ich glaube, das wird echt schwer. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, Leute. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Das ist zu viel, was wir hier brauchen. Egal, wir haben unseren Claim stark ausgebaut. Ja, der ist jetzt gut ausgebaut. Da werde ich auf jeden Fall dran weiterarbeiten. Hier wird jetzt in Kürze viel mit Beton und so gemacht. Und dann werde ich darauf hinarbeiten, dass wir die neue Maschine kriegen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertungen, Kommentar da. Und nicht vergessen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, lautet die Devise. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.